So, wieder mal ein herzliches Willkommen bei Dragon Age Origins. Wir verlassen jetzt dieses niedliche Dörfchen Lothering, wo schon so bald die dunkle Brut es überrannt. Ja, und schauen mal in die große, weite Welt hinaus. Ja, will ich. Bad dreams, huh? Ob ich böse Träume hatte, hä? Sie erschienen so real. Ich muss was Schlechtes gegessen haben. Warum nervst du mich? Mir geht's gut. Ich muss was Schlechtes gegessen haben. Drank more like, as in the tainted blood, remember? You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. Okay, er meint halt, nein, nicht gegessen, sondern getrunken, nämlich verdorbenes Blut. Du erinnerst dich, ist ja nicht so lang her. Ja, dann erzählt er mal halt das Teil des grauen Wächterdaseins. Es ist, dass man die dunkle Brut hört. Und diese Träume sind nichts anderes, als die dunkle Brut zu hören. Und dieser Erzdämon spricht mit seiner Horde und wir fühlen es, wie sie es fühlen. Und ja, und das ist der Grund, warum wir, die Grauen Wächter, wissen, dass es wirklich eine Verderbnis ist. Der Erzdämon, ist das der Drache? Warum hat Duncan das nicht jedem erzählt? Und werden diese Träume häufiger vorkommen? Jo, der Erzdämon, ist das der Drache? Die Auswahl ist nicht gerade erquicklich. I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. Gut, er weiß zwar nicht, ob es ein Drache ist, aber er schaut auf jeden Fall wie ein Drache aus. Das habe ich ja auch gesehen. Und einige der grauen Wächter, also es könnte Zeit dauern, aber ich könnte eventuell diese Träume blockieren. Und einige alten grauen Wächter scheinen den Erzdämon sogar zu verstehen. Er kann es auf jeden Fall nicht. Ja, und er hat mich halt herumwälzen gehört und hat sich gedacht, er erzählt es mir. Es war für ihn auch sehr furchterregend, das erste Mal. Och, ich habe doch keine Angst. Und noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte. Du hättest es mir ruhig früher erzählen können. Danke, Alistair. Ich schätze das. Weitere Überraschungen, von denen ich wissen Other sollte? than dying young and the whole defeat the blight alone thing, no, I'm all tapped out for surprises. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Also andere als jung zu sterben und das Ganze besiegt den Erzdämon allein Ding. No, nein. Ja, das waren alle Überraschungen. Gut, schönes Lagerfeuer. Wir befinden uns hier in einem Camp. Gut. Da vorne ist ein Rufzeichen und da vorne ist ein Quest. Gehen wir mal zum Rufzeichen. Hallo Rufzeichen. Levi Dryden. You're a hard woman to find. Where are my manners? The name is Levi, Levi Dryden. Did Duncan ever mention me? Levi of the Coins, Levi the Trader? Also ich bin eine Frau, die schwer zu finden ist und wo sind seine Manieren? Er will sich vorstellen als Levi Dryden. Und ob Duncan ihn jemals erwähnt hat, Levi von den Münzen, Levi der Händler.
Ich bin Elin, ich habe noch nie von dir gehört. Duncan hat dich nie erwähnt oder du kanntest Duncan. Ich bin Elin, ich habe noch nie von dir gehört. Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's... Well, no more. A tragedy it is, at that. But I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. Okay, was? Duncan hat mich nie erwähnt. Wir haben uns jahrelang gekannt und ja, er weiß zwar, dass ich eine Verderbnis aufzuhalten habe, aber und er will auch nicht meine Zeit verschwenden, aber ja, Duncan wollte mit ihm gemeinsam irgendwo hingehen oder irgendwas machen, was wichtig für die Grauen Wächter ist und auch wichtig für ihn und ja, der arme Duncan und er will nicht mehr drüber reden. Eine Tragödie ist das, das alles ist eine Tragödie. Gut, also, aber Duncan hätte sicher gewollt, dass seine Arbeit fortgeführt wird und sein Versprechen erfüllt wird. Na gut, was hat dir denn Duncan versprochen? Wie hast du Duncan kennengelernt? Oder ich habe dringendere Angelegenheiten, denen ich mich kümmern, um die ich mich kümmern muss. Leb wohl. Nee. Was hat dir Duncan versprochen? My family... Well, past a bit checkered, you see. Nobles look at us with disdain. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last warden commander of Ferelden back when the wardens were known as freeloaders. So King Olan banished the wardens, and he took House Dryden's land and titles. Okay, also er stammt aus einer Familie, die jetzt irgendwie in Ungnade gefallen ist, soweit ich das verstanden habe, und irgendein König Arland hat sie... verbannt und alle Länder und Titeln genommen und seine Urgroßmutter oder Ururgroßmutter, Urgroßmutter, war die letzte Führerin der Grauen Wächter und ja, irgendwie so in der Richtung. Gut. Erzähl mir nur, was ich wissen muss. Was ist dann passiert? Oder das ist ein bisschen drastisch, oder nicht? Erzähl mir, was ich wissen muss. Duncan wanted to reclaim the old Grey Warden base, Soldier's Peak. And perhaps we'll uncover evidence to restore my family's honour along the way. Nobody's been to Soldier's Peak since the Grey Wardens were banished, but I found a way. They say it's haunted and it's certainly dangerous. Will you help me? Okay, also da gibt es eine alte Basis der Grauen Wächter. Und der Duncan wollte sie für die Grauen Wächter zurückgewinnen und irgendwie auch die Ehre seiner Familie wiederherstellen, wenn wir dort was finden oder so ähnlich. Aber dort spukt es und es ist sicher sehr gefährlich und es war seit Jahren keiner mehr dort und er hat aber einen Weg dorthin gefunden und ob ich ihm helfen werde. Na sicher doch, du bist doch ein Quest. So, der Mut deiner Familie soll belohnt werden. Ich werde dir helfen. Oder ja, lass uns nach Soldier's Peak gehen. Oder warum hat dir Duncan nicht geholfen? Wie soll die Inanspruchnahme der alten Basis den Wächtern helfen? Oder ich denke drüber nach. Nein, lass uns nach Soldier's Peak gehen. 1000 blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Also er hat die Lage auf meiner Karte markiert und wenn ich dort ankomme, gehen wir durch irgendwie Tunnel gemeinsam zu dieser alten grauen Wächterbasis. So, da drüben ist ein... Ah, it's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fedic at your service once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Warden? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Das sind die zwei, die ich gerettet habe am Ende vom Lothering. Und der süße kleine, hello, hello, goodbye, Typ. Ja, also, er... begrüßt mich als seine Retterin und meinte halt, er dachte sich, als sie unser Lager gesehen haben, wo könnte es sicherer sein als im Lager eines grauen Wächters.
Und er bietet mir einen schönen Rabatt an für die Unannehmlichkeiten seiner Anwesenheit und wie das für mich klingt. Gut, oder? Ja, klingt gut. Ja, du kannst natürlich bleiben, passt auf euch selber auf, lass mich deine Waren sehen. Bist du mir gefolgt? Was verkaufst du genau? Lass mich deine Waren sehen. Nein, was verkaufst du genau? Anything, everything, but all of the finest quality. No cheap trinkets here. And my boy Sandal happens to be a bit of a hand with enchantments. Oh, yes. Sadly, it also makes us a target for bandits and the like. If there were spare hands to hire as guards, I would have done so long ago. Okay, also verkauft alles. Gute Qualität, nichts Billiges. Gut, ich habe nicht so viel Kohle, als dass ich mal, ja, wurscht. Und sein Sohn kann verzaubern. Ja, er kann verzaubern. Leider ist er ein Ziel für Banditen. Und ja, er hätte sich schon Wächter angeheuert, aber das kann er sich nicht leisten, soweit ich das richtig verstehe. Ist ja egal. Ihr könnt bleiben. Wonderful. Thank the kind lady, won't you, boy? Thank you, kind lady. Oh. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come speak with me. Gut, also er ist dankbar, dass er bleiben darf. Und wenn ich Verzauberung brauche, soll ich zu seinem Buben gehen, also zu seinem Sohn gehen. Und wenn ich alles andere brauche, soll ich zu ihm gehen. Und er sagt dem Jungen, er soll der netten Lady danken. Danke, nette Lady. Gut. Dann sage ich jetzt einmal, ich kaufe mal If there's was. anything I Also can do for you, Verkauf, oder? please, Kauf. please tell Egal. me. Und wenn er irgendwas für mich tun kann, soll ich es ihm bitte, bitte, bitte sagen. Ja, dann zeig mir mal deine Waren. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected and with your discount. Alter, das gibt's ja nicht. Fuck you! Nicht bring meinen Magier um. Oh, das hat er keiner mehr, der da nachlaufen kann. Oder jetzt schon wieder. Wo laufst du jetzt schon wieder hin? Jetzt lauft er meinem. Na, das darf er nicht wahr sein. Ja. Was macht er jetzt? Nein! Fuck you! Oh, was macht er jetzt? Ich nehme einen Heiltrank. Was machst du jetzt? Ist ihm der Anlauf? Wow! Wow. Ja, lass mich in Ruhe. Nein, nein, ich will nicht sterben. Oh, habe ich gesagt, dass mir hart nicht so hart vorkommt? Ich nehme alles wieder zurück. Nein, 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 nicht meinen Alistair. Autsch. Right. Ich glaube, er ist tot. Was ist denn? Ich spring den an. Und wie ich den art, ich muss auf mich umswitchen. Yay. Ich habe jetzt verkauft, meine Geschenke ausgeteilt und ja, und jetzt schauen wir mal in dieses Soldier's Peak. So. Ah, wir nehmen ihn mit. Auf jeden Fall meinen hübschen Yes. Alistair. Die Morrigan. Indeed. Soll ich jetzt den Stan mitnehmen? Ja. Yes. Geht schon. Da ist Radcliffe. Ah, das ist auch ein DLC. Auch ein DLC. Da ist der See Cullenhardt. Da sind die Frostbeck-Berge. Da sind die Brasilienwälder. Da ist Soldier's Peak. Denarim, meine Heimatstadt. Also im Lager bin ich. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach Soldier's Peak. Jo. Okay.
Ah, meine Reise wird wieder unterbrochen. Schauen wir mal. Oh, thank the maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. Oh, da wurde jemand überfallen. Ja, also sie dankt dem Erbauer, dass wir gekommen sind. Ihr Wagen wurde überfallen. Ich soll ihr folgen und ihr helfen. Das schaut. Ja, schauen wir mal. Ja. Falle. Ah, das ist dieser Assassine. Ah, oh, 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 oh. The Grey Warden dies here. Was haben wir jetzt da? Stopp. Gut, wir haben da vorne die Reisende, einen Reisenden. Eine Falle, da oben sind drei, da sind zwei. Und da sind bestimmt deppert. Okay, da ist auch eine Falle. Na gut, dann würde ich sagen, ich greife dich Funzen da jetzt einmal an. Du SCN. Der Alistair haut den nieder. Mein Hündchen. Was? Der ist hinterm Rummel, der weiß. Der war doch nie weiß. Okay. Mein Hündchen scheint da eingesperrt zu sein. Oder ausgesperrt zu sein. Ich probiere nachher, dass ich ihn herhole. Der Stan. Ich habe den Stan mit. Du gehst gleich auf den Assassinen da. Ja. Schau mal. Ja. Ich kann mal reinfliegen. Wow. Yes. Nicht gleich sterben. Der braucht einen stärkeren. Hopsi. Crap. So simple. Ja. So, drei. Bist du? Da oben sind noch die Bogenschützen. Gut. Morrigan. Du machst deinen. Ja, Blitz. Ich soll dann Heiltrank nehmen. Your order. Der Alistair geht's noch gut. Du machst eins. So, der muss nochmal einen Heiltrank nehmen. Ich brauch dich noch, bevor du stirbst. Ich kann dich stunnen. Ja. Gut, da unten lebt jetzt keiner mehr. Das heißt, ich kann den Alistair. Na, nicht bleiben hängen, Dödel. Einfach an den Fallen vorbeilaufen. Ja, und auf den da. Alter, der läuft weg. Autsch! Okay, ich bin fast tot. Und der Stan ist fast tot. Begin the onslaught! It is too much. Ah, die Entschärfnummer. Wie geht's meinem Alistair? Wie geht's gut? Okay, die kann ich nicht entschärfen. Gut, Alan Warrigan, was machst du eigentlich? Okay, du schießt eh auf den da oben, passt. Du gehst auf den da oben, passt. Hä?
Ich bin reingelaufen, aber hab sie entschärft. Wie geht denn das? Falle. Ausweichen. So, gut. Dann bist du mal dran. Oh, wo kommst du her? Warst du nicht gerade da drüben? Okay. Wow. Wir haben es geschafft. Puh. All right. Any more of them around? No? Oh, good. Okay, da liegt der Assassine. Ich kann ihn jetzt töten oder ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Na, sprech mal mit ihm. Oh, what? I rather thought I would wake up dead. Or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Oh, ich dachte vielmehr, ich wache tot auf. Oder ich wache halt gar nicht mehr auf. Aber ich sehe, du hast mich noch nicht getötet. Ja, warum wohl? Ich habe Fragen. Das kann ich leichter rückgängig machen oder korrigieren. Ich habe entschieden, dich zuerst zu foltern oder sei still, du antwortest, wenn du gefragt wirst. Ich habe ein paar Fragen. Ah, so I'm to be interrogated. Let me save you some time. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. Also er wird jetzt also verhört und er will mir Zeit sparen. Er ist Zevran, Zev nennen ihn seine Freunde, und er ist Mitglied der Krähen von Antivia. Ja, und er soll eben alle überlebenden grauen Wächter töten und er hat halt versagt. Leider. Ich bin durchaus glücklich, dass du versagt hast. Was sind die Krähen von Antivia? Wer hat dich angehört, uns zu töten? Warum erzählst du mir das alles? Oder, okay, ich habe genug Fragen gestellt. Ich habe noch gar keine Fragen gestellt. Also ich bin glücklich, dass du versagt hast. So would I be in your shoes. For me, however, it sets a rather poor precedent, doesn't it? Getting captured by a target seems a tad detrimental to one's budding assassin career. Also er würde es auch sein, wenn er in meinen Schuhen stecken würde. Für ihn ist es eher ein schlechtes Renommee, von seinem Ziel gefangen genommen geworden zu sein. Ja, und gut, dann sage ich, das ist aber so schlecht für dich, zu schade für dich. Dann, ja, das geht immer die gleiche Frage, zu schade für dich. Yes, it's true. Too bad for me. Ja, das ist wahr. So schade für mich. Was sind die Krähen von Antivia oder die antivianischen Krähen? An order of assassins, of course, out of Antiva. I suppose you wouldn't hear much of them out here, but where I come from, we're rather infamous. Okay, also er ist ein Orden von Assassinen natürlich, von Antiva, und er vermutet mal, er schätzt mal, man hört nicht viel hier von diesem Orden. Aber wo er herkommt, sind sie berüchtigt. Nicht dafür, dass ihr gute Assassinen seid, wie ich sehe. Oh, fine. Is that what you Fereldens do? Mock your prisoners? Such cruelty. Oh, nett. Ist das das, was ihr Fereldens, also ihr Leute aus Ferelden macht? Ihr verarscht eure Gefangenen. Das ist, nenne ich, Grausamkeit. Du bist den ganzen Weg von Antiva hergekommen? Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The crows get around, you see. Also nicht wirklich. Er war in der Nähe, als dieses Angebot kam. Die Krähen kommen herum. Wer hat dich angeheuert, uns zu töten? Das weiß ich ja eh. A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. Ein sehr verschlossener Typ in der Hauptstadt. Ja, Logan halt, dieser hirnverfickte Typ halt. Ja, heißt das, du bist loyal gegenüber Logan? I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine. You threaten his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him.
I was contracted to perform a service. Also er weiß zwar nicht, was der Logan mit mir für ein Problem hat. Er vermutet mal das Übliche. Ich gefährde seine Macht. Und abgesehen davon, nein, er ist nicht loyal zu ihm. Es war einfach ein Vertrag, um einen Dienst zu leisten. Und jetzt, wo du diesen Dienst nicht leisten konntest, weil du versagt hast. Oh, well, that's between Logan and the Crows. And between the Crows and myself. Also das ist eine Angelegenheit zwischen Logan und den Krähen und zwischen den Krähen und ihm. Und zwischen dir und mir? Isn't that what we're establishing now? Ist es nicht das, was wir gerade entwickeln oder versuchen zu entwickeln? Ja, genau. Wann hättest du ihn das nächste Mal sehen sollen? I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the Crows would have informed your Logan of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the Crows are concerned. No need to see Logan then. Also, wenn er erfolgreich gewesen wäre, hätten die Krähen dem Logan schon die Information zukommen lassen, dass sie erfolgreich gewesen waren. Und wenn er versagt hätte, wäre er tot oder sollte halt tot sein und... Ja, und deswegen hätte er Logan nicht sehen müssen. Wenn du versagt hättest. What can I say, huh? I am an eternal optimist. Although the chances of succeeding at this point seem a bit slim, don't they? No, I don't suppose you'd find that funny, would you? Okay, also er ist ein ewiger Optimist, aber ob... Obwohl die Chancen, dass er jetzt noch erfolgreich ist, ein bisschen dünn sind, sind sie nicht. nein, ich schätze mal, du findest das nicht so lustig. Ja, du bist cool. Wie viel hast du bezahlt bekommen? I wasn't paid anything. The Crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a Chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan Crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. Also, er kriegt gar nichts bezahlt, die Krähen kriegen bezahlt. Und er ist so arm wie eine Kirchenmaus. Und wenn er drüber nachdenkt, ja, wenn man ambitioniert ist, sind die Krähen nichts für einen, wenn er ehrlich ist. So, warum bist du da einer? Well, aside from a distinct lack of ambition, I suppose it's because I wasn't given much of a choice. The Crows bought me young. I was a bargain, too, or so I'm led to believe. But don't let my sad story influence you. The Crows aren't so bad. They keep one well supplied. Wine, women, men, whatever you happen to fancy. Though the whole severance package is garbage, let me tell you. If you're considering joining, I'd really think twice about it. Okay, also er wurde das Kind irgendwie gekauft und hat er dementsprechend nicht viel Wahl. Abgesehen davon ist sein Ehrgeiz nicht unbedingt groß. Und, aber die Krähen sind nicht so schlecht. Man kriegt eben Wein und Frauen und was man halt so will und was man halt so bevorzugt. Und, aber das Gesamtpaket ist Müll, will ich mir sagen. Und wenn ich daran denken sollte, den Krähen beizutreten, sollte ich zweimal drüber nachdenken. Dankeschön. Ich nehme das mal unter gute Ratschläge. Warum erzählst du mir das alles? Dankeschön. You seem like a bright girl. I'm sure you have other options. Ach, Charmeur. Also ich schaue aus wie ein bright Mädchen, ein hübsches Mädchen halt. Und ich esse ich sicher, ich habe andere Optionen und Möglichkeiten. Ja, warum erzählst du mir das alles? Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Warum nicht? Er wurde nicht für Schweigen bezahlt. Nicht, dass es nicht auch anbieten würde gegen Geld. Ja. So, bist du letztendlich also loyal deinen Arbeitgebern gegenüber? Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. Loyalität ist ein interessantes Konzept und wenn ich es wünsche und ich fertig bin mit dem Verhör, können wir weiter darüber diskutieren. Ja, dann
Was? Ja, ich höre dir zu. Aber mach rasch. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the crows pause. So let me serve you instead. Okay, also folgendes. Er hat versagt, mich zu töten. Und deswegen ist sein Leben vertan. Weil wenn ich ihn nicht töte, töten ihn die Krähen. Er mag aber leben. Also er mag es zu leben. Und deswegen ist es offensichtlich. Ja, und ich könnte offensichtlich den Krähen Widerstand leisten. Und deswegen will er mir jetzt dienen. Stattdessen. Kann ich die gleiche Loyalität von dir erwarten wie die anderen? I happen to be a very loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing. That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. Also, er ist ein sehr loyaler Mensch, solange man von ihm nicht erwartet, zu sterben, wenn er mal versagt. Und es ist nicht seine Schuld, oder? Außer ich bin ein Typ, der das genauso macht. In diesem Fall, ja, dann wäre er nicht allzu gut dran, schätzt er mal. Was hält dich davon ab, denn deinen Auftrag später zu erfüllen? To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. Also, er wurde als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft und auch wenn er mich jetzt tötet, töten sie ihn trotzdem, weil er das erste Mal versagt hat. Und aus Prinzip, und er würde ehrlich gesagt lieber seine Chancen mit mir versuchen. Werden sie dich verfolgen oder halt, ja, verfolgen, sage ich jetzt einmal? I happen to know their wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well, it's not as if I had many alternatives to start with, is it? Ja, könnte sein, aber ich kann mich ja meiner selbst wehren. Nicht, dass ich Hilfe brauchte, er kann das auch. Und es ist ja aber nicht so, dass er jetzt ganz viele große Alternativen hätte im Moment. Ja. Was willst du denn als Gegenleistung? Well, let's see. Being allowed to live would be nice and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I'm yours. Is that fair? Also, erstens einmal wäre mal nicht schlecht, wenn er am Leben bleiben dürfte. Das wäre, dann wäre er auch sehr viel brauchbarer, also sehr viel nützlicher für mich. Und dann irgendwann, wenn ich entscheiden könnte, dass ich ihn nicht länger brauche, will er halt gehen. Und bis dahin ist er mein, ob das fair ist. Warum sollte ich deinen Dienst wollen? Why? Because I am skilled at many things, from fighting to stealth and picking locks. I could also warn you, should the Antivan Crows attempt something more sophisticated, now that my attempts have failed. I could also stand around and look pretty, if you prefer. Warm your bed. Fend off unwanted suitors, no? Also, er könnte mich warnen, wenn die Krähen was Weiteres vorhaben sollten. Und er kann kämpfen und er kann schleichen und er kann stehlen und er kann so halt so Diebessachen. Er kann aber auch einfach nur herumstehen und schön ausschauen, wenn ich das bevorzuge. Mein Bett wärmen. Ich kann jetzt sagen nein, oder Bett vorwärmen würde, wäre nett. Oder ist das bevor oder nachdem du mir den Dolch in den Rücken gerammt hast? Haha, genau. These things you say, they must drive the men back home simply wild. So, what shall it be? I'll even shine armor. You won't find a better deal, I promise. Okay, also die Dinge, die ich sage, müssen die Männer wild machen. So, was soll es nun sein?
Er poliert auch Rüstungen und ich werde keinen besseren Deal finden, das verspricht er. Naja, du Elf, du? Ja, komm mit mir, das ist cool, du wirst lustig. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Oh, der Alistair ist nicht unbedingt erfreut. Was? Du nimmst den Assassinen mit uns? Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Wenn du ihn töten willst, Alistair, dann mach es. Mach dir keine Sorgen, wir können ihn gebrauchen. Wir nehmen ihn mit, weil ich es so sage, endet der Diskussion. Oder du bist doch hier, oder? Ich sammle sowas Ähnliches wie dich. Also er ist nicht besser als der Assassine, soweit ich das verstehe. Ich sag mal, geh, mach da keine Sorgen, wir können ihn gebrauchen. All right, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. A fine plan, but I would examine your food and drink far more closely from now on, were I you. That's excellent advice for anyone. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Okay. Ein Elf ist jetzt mit mir. Gut, also der Alistair meinte halt, okay, er sieht ein, was ich meine, aber wenn irgendwie Verzweiflung auf unseren Stirnen steht, dann sieht man das sofort. Und die Morrigan meint halt, wir sollten unser Essen ab nun kontrollieren, ob es nicht vergiftet ist oder so. Okay, das heißt, ich kann jetzt diesen Severan mit mir nehmen. Wundert das nicht. Ja, mich lastet. So, also der ist noch dabei, obwohl er gar nicht dabei ist. Yes, So, dich und. indeed. Soll ich dich jetzt mitnehmen? Oder die Liliana? Das Stan hält nichts aus. Ich nehme die Liliana mit. Indeed. Gut. Ah, wir müssen ja noch einsammeln. Ein Brief. Okay, niemand ist einverstanden. Okay. Gut, was haben wir denn da noch herumliegen? Geld. Pflanze. Coin. Ah, da liegt ja viel herum. Assassine. Pflanze. Okay, da komme ich nicht runter. Pflanze und noch eine. Was haben wir da noch? So, da ist nichts mehr. Hey, da! Gut. Wir speichern. Ich würde sagen, wir verschieben das Soldier's Peak auf den nächsten Teil, da der Severn doch einige Zeit beansprucht hat. Der Genere. Ja, dann bis zum nächsten Teil.